Guten Abend, mein Kind. Na, Mama. Schön, dass du schon nach Hause gefunden hast. Ach, Mama. So rennst du mir nicht davon. Mama, lass mich bitte, ich bin todmüde. Oh ja, natürlich, das glaube ich dir aufs Wort, mein Kind. Dein letzter Schüler ist vor 3 Stunden gegangen. Würdest du mir bitte erklären, wo du dich die ganze Zeit herumgetrieben hast? Mama, bitte jetzt. Nein, du kommst nicht in dein Zimmer, bevor du mir nicht geantwortet hast. Nein! Ich war spazieren, ist das erlaubt? Ich habe 8 Stunden Schulmief hinter mir, ich war müde und ich wollte mein Hirn etwas auslüften. 3 Stunden lang? In der Tat. Es ist wunderbar. Das habe ich mir doch gedacht. Wo ist denn das Spaten? Ah. 11.000 Schilling? Sag mal, bist du eigentlich von allen guten Geistern verlassen? Wo ist mein dunkelgraues Herbstkomplett? Keine Ahnung. Gib das her. Nein. Nein. Ah! Ah! Darum ging es in der Talkshow. Der Harry hat sich dafür eingesetzt, dass Hundehalterherde bestraft werden, wenn ihre Köter auf die Straße kacken. Blödsinn. Der Herr hier hat sich dafür eingesetzt, dass Frauen wie Menschen zweiter Klasse behandelt werden. Stimmt doch. Wenn ich vielleicht auch endlich was sagen dürfte. Mit Ihnen redet hier überhaupt niemand. Sie haben beide recht. Nur haben Sie nicht dieselbe Talkshow gesehen. Ach, Sie machen sowas öfter. Ich finanziere mir damit meine Schauspielerausbildung. Ach, das merkt niemand, dass Sie da bescheißen. Die Hand sollte abfallen. Die eigene Mutter zu schlagen. Der Fetzen war sowieso viel zu auffallend. In deinem Alter solltest du eigentlich wissen, was dir steht. Hast du nicht genug, du gemeine Kanaille? Genügt's nicht, dass du mein Kleid zerrissen hast? Ich wollte, du... Was? Was willst du sagen? Aber brauchst es gar nicht auszusprechen, ich weiß es eh. Es hätte mich der Herzschlag treffen können bei all der Aufregung. Wenn es das ist, was du willst, dann mach nur so weiter. Mein Gott, Mama, du weißt nicht, was du redest. Ich hab da ein richtiges Loch. Und da auch. Verzeih, Mama. Aber warum tust du nur solche Sachen? Aber warum tust du nur solche Sachen? Es tut mir leid, Mama. Es tut mir wirklich leid. Lass mich mal schauen. Sie kennen viele Frauen, ne? Warum sind die denn hier? Ist so gut, ist so gut. Wir sind eben eine temperamentvolle Familie. Na komm, nicht mehr weinen. Ich koche uns einen Kaffee. Den trinken wir dann zusammen.